Sie erfahren jetzt einen Bericht von der Fregatte Medusa, die Schiffbruch litt auf einer Reise nach Afrika, und hören die wahre Beschreibung der Schicksale, die den Gescheiterten widerfahren sind. Unsere Erzählung folgt den Mitteilungen, welche die Herren Alexandre Corriard, Wundarzt im Seedienst, und der Landvermesser Henri Savigny, beide Teilnehmer der Expedition und Zeugen ihres Endes, an die Öffentlichkeit gegeben haben, und der Vorstellung von diesen Ereignissen, die Théodore Géricault festhielt in einem Gemälde »Le Radeau de la Méduse«. Diese Geschichte von Verrat und Beständigkeit und vom Rechtsvollzug einer stumpfen Natur hat die Welt nicht verändert. Doch sie unterstützte die Fragen, die ihr zu stellen sind. Sie erweckte Misstrauen gegen ein Regime und seine Begünstigten, die später stürzten, und schärfte die Wahrnehmung für den Augenblick, in welchem die Waage ausschlägt, auf der Treue und Treulosigkeit dem Unbekannten gegenüberwiegen. Dieses ist die Seite der Lebenden, dies die der Toten, denn unser Bericht spricht mit zweierlei Stimmen. Dieser Herr übernimmt die Rolle Jean Charles, jenes Mulatten, der aus der Djeffara gebürtig und in französischen Diensten stehend, Ihnen von Géricaults Gemälde her erinnerlich ist. Den Blick auf das rettende Schiff am Horizont gerichtet, schwenkt er den roten Fetzen, ein Signal, das Madame wahrnahm, la mort zu ihrer Rechten. Wir reden mit zweierlei Stimmen. Ich selbst führe Sie durch unsere Geschichte, indem ich den Part des Charon übernehme, den Transfer zwischen dem Floß der Lebenden und der Zuflucht derer, die wie Zikaden nichts als Stimme sind. Thank you.
Den 17. Juni 1816 vor 7 Uhr morgens verließ ein Geschwader, bestehend aus 4 Schiffen seiner französischen Majestät Ludwigs des 18., die Reden von Rochefort und La Rochelle, bestimmt die Ländereien am Senegal wieder in Besitz zu nehmen, die unter Bonaparte an Großbritannien verloren waren, und so die Herrschaft der Krone Frankreichs zu restituieren. Unter dem Befehl Monsieur de Chaumaret, eines Protégés der Majestät, zukünftigen Gouverneurs von Saint-Jean, Saint-Louis und Gorée und Kommandeurs des Flaggschiffs Medusa, haben sich eingeschifft. Das Bataillon von Afrika, bestehend aus 4 Kompanien Bretonen, Korsen, Mamelucken, Malambus, Sarden, Mohren, dazu die Chargen, die Eskorten und der Tross. 322 Füsiliere, 3 Dutzend Weiber, Kinder 9. Geschwader seiner Majestät von Frankreich ist in See. Am ersten Tag erreicht es die Höhe der Gironde, am zweiten Santander, am vierten Finistère, am 12. Abend sichten Matrosen Teneriffe. Der Berg im halben Himmel schwebend, ohne Schwere auf. Schwimmend erschien uns und war der Höchste, der Unverhoffteste von allen Bergen. Ein Phantom ist uns jetzt ein Tag entflammt. 12-mal entschlafen, seit dieses Schiff die hohe Straße läuft. Der Nordstern sank und jede neue Nacht sah neue Sterne aus der Tiefe steigen, wo der andere Pol ist und die sie ansehen, neue fremde Blicke voll brennendem Verlangen. Nicht versagt, erfahren.
Segler des Geschwaders, Fregatte, Flaggschiff seiner Exzellenz des Gouverneurs de Chaumaret. Das Flaggschiff kreuzt in den Morgenstunden des 2. Juli, dem Gros der Schiffe um mehr als einen halben Tag voraus, den Wendekreis des Krebses, passiert Caplan Port-Étienne und scheitert kaum 30 Stunden noch vom Ziel entfernt auf einem Riff den Bänken von Arga. Um das Schiff. Doch die Versuche, die Fregatte von den Senden abzubringen, scheitern. See, Strom und Malsand geben sie nicht frei. Und in der dritten Nacht droht sie zu kentern. In dieser Nacht beginnen Freunde und Vertraute des Gouverneurs, die Boote zu besetzen. Die anderen aber und die viel zu vielen. Viel zu vielen. Wir, die das Land nicht erfassen wollten, die Stabsbarkassen und die Gouverneursschaluppen nicht die Kutter für die Scharfen. Wir sahen zu, mussten manche sehen, ist Rettung, Herr Oberschreiber, und
Nur die Leutnants haben einen Platz im Himmel. Die Aufpasser passten nicht mehr auf. Verschwanden. Und der Profoss versteckte seine Knute. Tat sich selber. Die Priester trösteten Furiere und schifften sich an ihrem Arm ein. Die Köche und die Apotheker packten die Sapstropiner, steckten ihre Noten ein. Sie alle waren jetzt so schlank und leicht, dass die Schaluppen ihre Menge gar nicht merkten. Doch von den dicht gedrängten Seeblättern stieg große Glas zu uns hinauf. Das lernten wir in jener Nacht erfahren. Wir lernten vieles, was wir nicht gewusst. Dann machten wir uns selber an die Arbeit. Wir Monsieur de Chaumaret ist Herr der Lage. Bei Sonnenaufgang tritt er aus der Kapitänskajüte, die Hand am Federhut. Salut dem Flaggschiff und verlässt es, um sich auf die Schaluppe zu begeben. In einem Tragstuhl ließ man ihn hinunter. Ein Korporal, der auf dem Wrack geblieben, zog die Pistole, legte auf ihn an. Ein schwarzer Füsilier schlug ihm die Waffe aus der Hand. Dann kam die Ordre, die Medusa zu verlassen. Zehn Mann verweigern den Gehorsam, sie bleiben auf dem Wrack. Dennoch zählt man, als die Leinen losgeworfen sind, an Bord des Floßes 154 Mann, die bis zur Brust im Wasser stehend sich umklammert halten, dass sie die hohe See nicht fortspült. Das Floß im Schlepp entfernen sich die Boote schnell, von See und Strömung fortgetrieben. Sie haben ihre Riemen ausgebracht und nehmen Kurs auf. Sieben Spinnen, die mit 100 Armen um sich greifen, um einen ungeheuren Kadaver zu bugsieren, der rollend, steuerlos, umbrandet, ihnen nachtreibt. Drei Stunden später ist der Mut gesunken. Die Strömung geht zu stark. Die Boote stehen unter vollen Segeln, die Riemen ächzen, doch der Konvoi laviert und ohne Fortschritt. Die Boote nehmen ihre Riemen ein. Wir schauten auf, wir ließen sie nicht aus den Augen. Wir hingen
hangen aneinander, uns zu halten in der hohen See, und sahen den Booten nach. Und so gewahrten wir, wie sich im Langboot ein Mann erhob. Und auf ihn Albert stieg. Dort stand er gegen einen roten Himmel, hob beide Hände über seine rechte Schulter, wie ein Händler. Wir sahen die Axt in seinen Fäusten blitzen. Jetzt schlug er zu. Die Leine war gekappt. Wir hielten uns, um jetzt allein nicht abzustürzen. Und stürzen.
das Echo wieder rief. Und als der Mond gesunken war, ließ Asacus danach Rigo nach ihm folgte, Scherzo. Krampften unsere Finger fester in den anderen. Es schwieg sich weiter, bis es seiner Schulter fest. Ich spreizte meine Finger, wie sie sinken.
sich nicht selbst vergisst, wenn Tage die Gewissen zeigen sollten. Ganz auf.
8 Nächte haben den Mond wachsen sehen und die Zahl der Schiffbrüchigen auf dem Floß der Medusa schwinden. Unsere Erzählung findet sie wieder, auf offenen Ozean verschlagen, über dem jetzt die 9. Nacht aufsteigt, stumm, ohne Wind. Die Drift der Hoffnungslosen, den bebenden Mondstrahl entlang, dessen Vorspiegelung einer festen Welt nicht länger gelten kann, ist wie ein Flug zwischen Himmel und Meeresgrund. Und die ihn noch wahrnehmen, sind vexiert von Schwindel und der Erwartung des Absturzes. Sie liegen auf überspülten Planken, um den Mast geschart, den sie für ein schlaffes Segel aufgerichtet haben. Lebende, Sterbende, die letzten von 154, die sich mit diesem Floß zu retten gehofft hatten. Und jede neue Stunde zählt sie schneller durch. 14 hat Schwäche getötet, 19 die Sonne, 11 die See, 18 sind im Handgemenge um einen Schluck Wasser umgekommen, 49 bei einer nächtlichen Meuterei um die Weinfässer, die am Morgen darauf eine Sturzsee zertrümmerte. Andere haben sich die Gesichter verhüllt ins Meer geworfen, 8 von Träumen gerufen, 7 erwachend und sich von einem Traum verlassen findend. Eine Handvoll überstanden, Schwäche und Fieber, die Messer der Freunde, das Geschrei der Sonne und die Übermacht des Mondscheins. Sie leben elend. Ein Ende vor Augen, das Mut und Mutlosigkeit zugleich noch verzögern. Gefällt von Fantasie, losgelassen von jedem Gesetz, fühlen Sie sich stürzen, befürchten Sie den Aufschlag. Hören Sie die Stille, Ihre Namen zählen. Und starren den Mond an. Das gleißende Kalbfell, auf dem nichts trommelt.
des Ungeheuers Nacht. Die Sterne schwanden hinter seinem Glanz. Zerbrach das Meer und fuhr dem Wind entgegen, und im Gefolge reihten sich die Stunden, stieg die Nacht.
ich finde. Sag deinen Namen. Rede. Der Blicke durchkreuzen. Steigt eine auf zum Zenit, den der Mond jetzt erreicht hat, so fällt Finsternis über das Floß. Und es regnet zu wenig, um das Salz von den Gesichtern der Verdurstenden zu waschen. Es ist die erste Nacht, in der sie nichts getrunken haben. Und 13 liegen in Agonie. Aber sie sterben nicht. Sie ertrinken im Fieber, aber das Wasserfass ist leer, bis auf eine Handvoll für jeden. Da sagen welche, 2 Becher sind's, wenn jeder 2. trinkt. Aber die Rechnung sieht so aus. 126 Mann sind umgekommen. Kämpfen, schreien oder die Schreie verbeißen. Und die am Leben blieben, sind über ihre Kadaver hergefallen. Die 13 aber, die nicht sterben können, haben Gesichter. Sie verdorren, sagten welche. Sie fantasieren. Sie bilden sich Paradiese ein. Aber sie recken noch immer die Hände, wenn es zu trinken gibt. Viel zu viele Hände. Und die noch wissen, dass man sterben kann, sagen einander, sie haben an den Paradiesen nicht gelobt. Sie liegen fremde Himmel in den Augen. Und ihre Hände, die schrecken. Da sagen welche, seht die Hände an. Das war...
als es regnete auf die Gesichter der Verdurstenden und Finsternis über dem Floß lag und eine Wolke vor dem Mond stand und welche sagten, jetzt ist Mitternacht. Da ging ein Mann über das Floß und da war Finsternis. Da ging ein Mann über das Floß, die ihm nachsahen, sagen, sie hätten nichts gesehen. Da ging ein Mann über das Floß, die geredet hatten, sagen, sie hätten
halte euch. Mit dem roten Fetten! Komm, Winzer!
Und das war, als der Regen versiegt und die Finsternis verflogen war. Die Wolke hatte den Mond freigegeben, der Schatten das Floß. Und welche sagten, das sei der Morgen. Stürzen
Am 17. Juli 1816 vor 7 Uhr morgens sichtete die Brigg Argus das Floß der Medusa. Der Mulatte Jean-Charles, der den Blick auf das rettende Schiff gerichtet, den roten Fetzen geschwenkt hatte, lag in Agonie, als man ihn barg, und ist nicht mehr erwacht. Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen.